Es wird gezeichnet, aufgemalt, erklärt dieser Tage im Wellblechpalast in Hohenschönhausen. Der DEL-Rekordmeister, die Eisbären Berlin, befinden sich mittlerweile in der dritten Trainingswoche der Vorbereitung auf die Spielzeit 2015-2016. Der Tag beginnt für die Spieler von Trainer Uwe Krupp mit einem gemeinsamen Frühstück. Dann geht es über ins Krafttraining, auf das die erste Einheit auf dem Eis folgt. Nach dem Mittagessen geht es noch einmal auf die Eisfläche. Am Ende dieser Trainingswoche stehen dann die ersten Testspiele der Spielzeit beim Vorbereitungsturnier in Dresden für die Eisbären auf dem Programm. Nach schweißtreibenden Einheiten ist dies dann die erste Möglichkeit für Trainer Uwe Krupp, die Form seiner Spieler zu überprüfen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Thema des Tages. Die Eisbären Berlin befinden sich in ihrer dritten Trainingswoche, sind fleißig am Trainieren. Am Wochenende stehen dann die ersten Testspiele auf dem Programm. Am Samstagabend spielt man in Dresden gegen die Eislöwen Dresden, ehemaliges Team von Neu- und Altkeeper Kevin Nastiuk. Und wir wollen jetzt einen Mann kurz vorstellen, der 423 NHL-Spiele bereits bestritten hat. 30 Jahre jung ist er, er kam auf Empfehlung von Danny Briere, der ja während des Lockouts für die Eisbären gespielt hat, hier nach Berlin. Was das für ein Typ ist und welche Aufgaben er hat, das erzählt er uns jetzt am besten mal selber. Den Blick nach vorne gerichtet, jederzeit am Kommunizieren. Neu-Eisbär und Abwehrspieler Bruno Gervais ist nach kurzer Zeit bereits in seinem Element. Alle Spieler haben es mir sehr einfach gemacht, mich ins Team einzufinden. Von Anfang an haben sie mir das Gefühl gegeben, dass ich hier sehr willkommen bin. Die ersten Wochen waren anstrengend, intensiv, aber natürlich auch sehr wichtig. Wir scharren jetzt aber alles schon ein bisschen mit den Hufen und wollen endlich spielen. Gespielt hat der 30-Jährige bereits nachhaltig in der NHL für New York, für Tampa Bay Lightning, die Philadelphia Flyers und zuletzt für die Lake Erie Monsters, bei denen er Kapitän gewesen ist. Die Empfehlung, sich für Berlin zu entscheiden, kam von Lockout-Eisbär Danny Briere. Er hat nur Gutes über den Verein, die Stadt und die Fans erzählt, richtig gehend geschwärmt sogar. Ich war vorher nur mal ein paar Tage in Berlin, aber Danny hat mir gesagt, dass Berlin genau das Richtige für mich sei. Er hat mir erzählt, wie der Verein funktioniert und wie die Fans die Spieler supporten. Das hat meine Entscheidung natürlich entscheidend beeinflusst. Sicherer Spielaufbau, gute Defensivarbeit und ein gesundes Maß an Offensivdrang, das sind die Qualitäten, die für die Verpflichtung des neuen Abwehrspielers ausschlaggebend gewesen sind. Aber natürlich soll der Kanadier auch seine Erfahrung weitergeben, wie aktuell an Abwehrkollege Jonas Müller. Er kann sehr gut Schlittschuhlaufen, gut mit dem Puck umgehen. Jonas Müller verfügt über sehr viel Talent und es ist natürlich sehr entscheidend, dass man, wenn man neu ist in einem Team, von Beginn an sehr viel kommuniziert. Jonas kann meine Tipps sehr schnell umsetzen, er lernt sehr schnell. Die Vorbereitung ist natürlich sehr entscheidend für uns, weil wir aktuell sehr viel einstudieren können. Das gilt für taktische Details als auch für die Kommunikation. Stimmt diese im Training, dann stimmt diese auch im Spiel. Auch wenn es für detaillierte Zielsetzungen sicherlich zu früh ist, merkt man den Neuzugang durchaus an, dass er in Berlin etwas bewegen will. Ich denke, diese Mannschaft hat ein enormes Entwicklungspotenzial und ich habe natürlich auch mitbekommen, dass die Jungs nach den letzten zwei Spielzeiten sehr heiß darauf sind, zu beweisen, was wirklich in ihnen steckt. Wir müssen uns stetig weiterentwickeln. Die Meisterschaft gewinnst du nicht an einem Wochenende, sondern es geht darum, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Und die Möglichkeit, etwas zu erreichen, ist hier sicher gegeben. Hinter den Eisbären liegt nun das letzte freie Wochenende Ende bis November, welches der Neuzugang neben Regeneration auch für Sightseeing genutzt hat. Ich habe mir einen Überblick darüber verschafft, welche großen touristischen Attraktionen man gesehen haben muss, um dann perfekt vorbereitet zu sein, wenn meine Frau nach Berlin kommt. Denn sie freut sich schon richtig darauf, alles zu erkunden. Aber die Jungs haben mich natürlich schon mit einigen Orten vertraut gemacht und Berlin ist großartig. Es gibt so viele unterschiedliche Bezirke, die alle wie kleine Städte sind. Und das Essen ist überall hervorragend, genau wie die vielen Restaurants überall. Noch nicht mal einen Monat in Berlin und doch kann man schon sagen, der Neuzugang ist richtig auf den Geschmack gekommen. Von einem Neuzugang nun zu einem der jüngeren Akteure im Team der Eisbären Berlin, Angreifer Sven Ziegler. Nach 47 DL-Partien in der vergangenen Spielzeit, bei denen der Offensivakteur 4 Treffer und 7 Vorlagen vorzuweisen hat,
will der 21-Jährige nun die nächsten Schritte in seiner Profikarriere machen. Jetzt steht Sven Ziegler neben mir. Dritte Trainingswoche, wie sieht es aktuell bei euch aus? Welchen Eindruck hast du aktuell von der Mannschaft und wie sieht es bei dir aus? Also die Mannschaft macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Wir haben jetzt die dritte Trainingswoche hinter uns. Die war ziemlich intensiv, immer mit zwei Eiseinheiten am Tag. Und ja, aber wir fühlen uns alle gut, sind zwar körperlich langsam ein bisschen am Ende, weil war hart die letzten Wochen, aber jetzt machen wir ein bisschen langsamer und bereiten uns vor auf das erste Vorbereitungsturnier am Samstag in Dresden. Da kommen wir gleich noch zu. Es wurde ja auch schon oft darüber gesprochen. Ihr habt in diesem Sommer die Möglichkeit gehabt, auch zwischendurch Eishockey zu spielen. Jetzt denkt man sich als Eishockeyspieler, die gehen aufs Eis und es läuft sofort wieder. Aber so ist es natürlich nicht ganz. Wie viel hat es tatsächlich gebracht, dass man im Sommer während der Zeit die Möglichkeit hatte zu trainieren auf Eis? Na, es hat viel mehr gebracht natürlich. Sonst war das immer so, man hatte immer einen Monat kein Eis, musste erst wieder ganz neu reinkommen, neue Schlittschuh laufen lernen, mit dem Schläger umgehen. Und dieses Jahr hatten wir eigentlich so gut wie durchgehend Eis. Ich glaube, eine Woche hatten wir nur kein Eis. Und da fällt es natürlich einem leichter, viel schneller wieder reinzukommen, die Spielwege reinzukommen. Und ja, man fühlt sich dann schneller wieder besser. Jetzt gibt es auch die kleine Neuheit, dass ihr tatsächlich morgens zusammen Frühstück, Mittag esst und quasi so einen 8-Stunden-Tag habt mit zwei Eiseinheiten, mit Athletiktraining. Wie viel bringt es auch tatsächlich, dass man morgens schon zusammen Frühstück, dass man ein Mittagessen zusammen hat und erfährt man dann über den einen oder anderen auch mal so ein bisschen was anderes, was man noch nicht wusste? Ja klar, man kommt, wenn man beim Essen zusammensitzt, immer mal wieder ins Gespräch, erfährt neue Sachen, lernt sich besser kennen und so sind wir auch eigentlich als Team den ganzen Tag unterwegs, machen alles zusammen. Und ja, ich finde es eine super Idee mit dem Frühstück und dem Mittagessen. Ihr habt ein paar Neuzugänge und bei denen würde ich jetzt mal den Sammelbegriff viel Erfahrung oben drüber schreiben. Welcher Neuzugang ist so der dich bisher am meisten beeindruckt? Also ja, eigentlich kann ich da jetzt keinen sagen, der besonders rausgestochen ist. Ich finde, alle Neuzugänge machen bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Sind auch persönlich, kommt jeder mit ihm sehr gut zurecht, also da hat keiner Probleme. Und auf dem Eis sind sie eine wirkliche Verstärkung für uns. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt für diese Spielzeit? Weiterhin Gas geben. Ich will natürlich hier einen Stammplatz erkämpfen bei den Eisbären. Und ja, viel Eiszeit bekommen, mal die Sachen richtig machen, die der Trainer von mir will. Und dann hoffe ich, dass das auch so klappt. Erste Gelegenheit hast du am Wochenende dazu, da gibt es das erste Testspiel. Wenn man jetzt so viel trainiert, auch im Kraftraum ist, ist man dann so richtig heiß auf diese Spiele? Na, auf jeden Fall, endlich kann man mal wieder spielen. Nicht nur übers Eis rennen und trainieren oder im Kraftraum Gewichte stemmen. Da freut man sich natürlich super auf das Wochenende, aufs erste Spiel, dass es endlich wieder losgeht. Abschließend die Frage, dann steht die Hockey Champions League auf dem Programm. Ist das für euch als Spieler was anderes, weil es halt einen internationalen Touch hat? Oder sind es Spiele wie auch in der DEL? Nee, das würde ich nicht sagen, dass die Spiele sind wie in der DEL. Das ist erstmal eine sehr gute Vorbereitung für uns, aber wir wollen das natürlich nicht als Vorbereitung nehmen, sondern nehmen die Spiele ernst. Wir wollen ja weiterkommen. Aber trotzdem ist es ein sehr guter Test, um uns mit internationalen Teams zu vergleichen und zu sehen, auf welchem Stand wir sind. Bedanke ich mich für das Gespräch. Das war das Thema des Tages. Wunderschönes Wochenende für Sie. Auf Wiedersehen.